Herzlich willkommen zu Darby G Homegrown. Heute Abend will ich euch zeigen, wie man ein Brot backen kann. Man braucht dazu 500 Milliliter Wasser, ein beliebiges Mehl, ob das Weizen, Roggen oder Dinkelmehl ist, ob das Vollkorn oder ob das 550 Mehl ist, das müsst ihr wissen. Ich in meinem Fall habe hier Weizen-Vollkornmehl. Und ich benutze Backpulver. Wenn ihr natürlich Hefe benutzt, dann müsst ihr den Teig nach dem Kneten 2 Stunden gehen lassen. Das Wasser, das habe ich ein bisschen im Wasserkocher erwärmt. Da schütte ich jetzt das Mehl rein. Ungefähr 500 Gramm. So, dass man dann in der Mitte ein Loch machen kann, ne? Nimmt man sich einen Löffel und macht mal da so eine Kuhle rein. Also da kommt jetzt das Backpulver rein in meinem Fall. Wenn ihr Hefe nehmt, dann könnt ihr da die Hefe reinmachen. So, Backpulver ist drinne. Circa ein Päckchen für die 500 Gramm. Also das sind, wie viel Gramm sind denn das? Steht nicht drauf. Es müssten 20 Gramm sein, denke ich. Macht euch das rein. Dann noch die Zutaten, die ihr natürlich haben wollt in dem Brot. Das solltet ihr euch vielleicht vorher überlegen. Ich in meinem Fall habe ein bisschen Kokosmehl dazu gegeben, 2 Löffel. Und dann mache ich jetzt noch ein paar Sonnenblumenkerne mit rein. Deutsche Sonnenblumenkerne. Ruhig ein paar Stück, wie ihr das haben wollt. Ihr könnt da auch Leinsamen reinmachen oder jegliches, was ihr gerne möchtet. Dann macht ihr da noch einen Teelöffel von dem Salz eurer Wahl rein. Und reinstreuen. Dann das Ganze mit einem Rührlöffel vermengen. Bis der gut vermengt ist. Ich mache das so mit dem Löffel. Wenn ihr einen Hefeteig macht, dann solltet ihr den am besten, denke ich mal, kneten, so dass es einen richtig festen Teig gibt. Ja, wenn der Teig noch ein bisschen dünn ist, dann kann man da auch noch ein bisschen Mehl hinzugeben und das wieder untermischen. Dann kommt meine Backform zum Einsatz. Die fette ich mir ein bisschen ein. Das Öl halt ein bisschen verlaufen lassen, sodass das auch an den Rändern ist, ja, dass das Brot halt nicht so anbackt. Ja, dann gebt ihr euren Brotteig in die Form hinein, sodass da halt ein bisschen Öl an den Rändern ist, damit das Brot nicht so anbackt. Und das könnt ihr dann bei 200 Grad in den Backofen stellen für circa 60 Minuten. Zack, Brot im Backofen. 200 Grad. Da kann sich ruhig dann hochheizen. Yeah, also mein Brot war jetzt ganze eine Stunde im Backofen. Dann kann ich das ausstellen. Ich will gerade das Licht für euch nochmal anlassen, damit ihr auch was sehen könnt. Da ist es drinnen, ne? Ja. Das lasse ich jetzt erstmal ein bisschen abkühlen und dann hole ich das aus der Form raus. So, so könnte euer Brot dann aussehen. Das könnt ihr dann wieder mit dem Löffel hier so ein bisschen anheben. Und dann müsstet ihr das eigentlich auch aus der Form rauskriegen, wenn ihr so eine Form habt. Man kann das natürlich auch auf Backpapier machen. Oder man kann das auch auf dem Backblech machen mit Backpapier. Dann müsst ihr das mit dem Öl natürlich nicht machen. Dann würde ich vielleicht ein bisschen Öl oder irgendein Fett in den Teig mit reingeben. Darauf achten nicht, dass ihr etwas Natives nehmt, sondern ein Öl, was man auch bis zu 200 Grad erhitzen kann. Aight, WG Homegrown sagt Peace. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Abonniert meinen YouTube-Kanal.
drückt die Glocke und wir sehen uns bald wieder. Dankeschön. Peace. Ciao.